Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch das Sternarmband. Dafür arbeiten wir mit dem normalen Rahmen. Wir achten darauf, dass der rote Pfeifer uns wegzeigt und dass alle drei Streifen diagonal bei uns sind. So, mein Rahmen vom Armband wird weiß. Wir fangen unten in der Mitte beim ersten an und gehen zum zweiten. So. Dann gehen wir vom zweiten in der Mitte zum zweiten linken. So. Und jetzt gehen wir einmal komplett die ganze Reihe hoch bis zu dem hier, bis zum vorletzten. So, jetzt sind wir hier beim vorletzten. Jetzt gehen wir vom vorletzten linken zum vorletzten in der Mitte. So. Und fangen hier unten nochmal wieder an. Wir gehen von der Mitte 2 zu rechts 2. So, und jetzt auch wieder einmal die ganze Reihe hoch bis zum vorletzten. So, jetzt habe ich hier noch ein Quergummi von der vorletzten rechts zum vorletzten in der Mitte. Und jetzt machen wir noch ein in der Mitte nach ganz oben. So, dann können wir hier oben auch schon mal unser Sicherungsgummi machen in der Mitte beim letzten. Also dreimal rum. So. Jetzt fangen wir wieder hier unten an. Dafür nehmen wir uns eine andere Farbe. Ich mache jetzt hier grün. Jetzt gehen wir von dem zweiten linken in die Mitte 3. So. Dann gehen wir vom vierten linken auch in die Mitte. So. Vom vierten rechten auch wieder in die Mitte. Und vom zweiten rechten auch wieder in die Mitte. Ihr müsst zwischendurch ein bisschen die Gummis runterschieben, damit das alles passt. So sollte das jetzt aussehen. Also hier ist jetzt der Stern. In der Mitte machen wir ein Sicherungsgummi, also dreimal rum. So. Jetzt kommt der nächste Stern. Wir fangen hier an bei dem Stern, wo er geendet hat. Also beim vierten linken und gehen zum fünften in die Mitte. So, jetzt gehen wir vom sechsten linken auch wieder in die Mitte. Vom sechsten rechten, auch in die Mitte. Und vom vierten rechten auch in die Mitte. So, und wieder ein Sicherungsgummi. So, und jetzt machen wir noch einmal die restlichen drei. So, ich habe jetzt alle meine Blumen fertig und mache jetzt hier oben nochmal mein letztes Sicherungsgummi. Dreimal rum. So, jetzt brauchen wir noch Quergummis. Die kommen immer da, wo sich zwei Sterne treffen. Also einmal da. Hier treffen sich auch wieder zwei Sterne. Und hier. Und hier beim letzten. So, jetzt können wir das einmal umdrehen, nehmen uns unsere Häkelnadel, unseren Hook und gehen von der Mitte aus nach oben zum vierten linken. Also das oberste Gummi raus und unter dem Sicherungsgummi und wieder zurücklegen. Jetzt holen wir uns das Gummi, was nach unten zum zweiten linken läuft. Jetzt kommt das zum zweiten rechten und zum rechten. Den vierten. So sieht das dann aus. So, nächste Blume nochmal. Wir gehen am Sicherungsgummi vorbei und holen uns das erste. Das geht nach links oben. Dann kommt das nach links unten. Dann kommt das nach rechts unten. Und nach rechts oben. So. Und das machen wir jetzt bei allen drei übrigen Blumen auch noch. So, ich habe jetzt hier alle fertig gelumt. Jetzt gehen wir wieder unten am Anfang. Und wir gehen am Sicherungsgummi hier beim ersten Stift vorbei und holen uns das Gummi, was nach oben flog, also das einzelne. Und legen es auf den Stift zurück. So, jetzt gehen wir nach links von der Mitte aus. Also wir holen uns das Gummi und gehen nach links rüber. So. Jetzt machen wir erstmal die linke Reihe. Wir gehen an allen Gummis vorbei und holen uns das unterste und legen es auf den Stift zurück. Hier auch das unterste
und auf den Stift zurück. So, und das machen wir jetzt einmal bis nach oben, bis hierhin. So, ich bin jetzt hier oben beim letzten. Jetzt holen wir uns das untere Gummi und legen den über den mittleren Stift. So sieht das aus. Jetzt gehen wir wieder an den Anfang, fangen hier in der Mitte an und gehen nach rechts rüber mit dem Gummi. So, rechter erster Stift, holen wir uns das unterste Gummi und gehen damit nach vorne. Hier auch das unterste und wieder nach vorne. Und wieder die ganze Reihe bis nach oben. So, bin ich hier beim letzten auf der rechten Seite. Entschuldigung. Holen uns das untere Gummi und legen es in die Mitte. So. Und jetzt gehen wir hier rein und holen uns da das unterste. Das ist das, was nach oben verläuft. So, dann sind wir auch schon fertig mit dem Loom. Wir legen die beiden Gummis über die Nadel und ziehen das Gummi das Armband vorsichtig ab. Immer schön vorsichtig, gerade an den Stellen, wo sich so viele Gummis sammeln, so wie hier. Da immer ein bisschen mit Vorsicht ziehen, nicht, dass da jetzt noch eins von den Randgummis reißt. So sieht das jetzt aus. So, ein bisschen zurechtziehen. Hier kann man jetzt schön die Sterne sehen. So, das passt jetzt ja noch nicht, das Armband, also machen wir noch eine Verlängerung. Dafür nehmen wir uns unseren Loom und ziehen 6 einfache Gummis einmal hier an der äußeren Seite entlang. So, ich habe jetzt hier meine 6 Gummis. Jetzt legen wir auf den letzten benutzten die beiden Schlaufen vom Hook rüber, drehen den Loom um, so, ziehen das ein bisschen zur Seite und holen uns das untere Gummi und legen das jetzt auf den vorderen Stift. Und jetzt einmal bis nach oben, immer das untere über den nächsten Stift. So. Hier am Ende nehmen wir uns unseren Clip und ziehen beide Schlaufen dadurch. Jetzt können wir es abnehmen und fädeln das andere Ende vom Clip durch unsere Sicherheitsschlaufe, die wir auf dem Rahmen gemacht haben. So, können wir es anziehen. Wir noch ein bisschen zurechtzubeln hier. Aber so soll es aussehen. Hier kann man jetzt schön die Sterne überall sehen. So, und ich hoffe, euch hat das Video Spaß gebracht. Freue mich natürlich wieder auf morgen. Wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ihr dürft gerne wieder eure Kommentare unter das Video posten. Also wenn euch was nicht gefallen hat oder besonders gefallen hat. Oder auch irgendwas anderes. Und somit sage ich Tschüss, bis morgen.